In dieser Woche wird aus dem schnellen und mobilen Krieg etwas noch nie Dagewesenes. Die Kämpfe zwischen den Nationen wurden noch tödlicher und unheimlicher als zu Kriegsbeginn. In dieser Woche beginnt ein neuer Krieg, und zwar in den Schützengräben. Mein Name ist Christoph Krachten, herzlich willkommen. Zum Beginn der Woche zogen sich die Deutschen am Fluss Marne zurück. Sie hatten die Franzosen und Briten zwar gestoppt, von einem Sieg aber waren sie noch weit entfernt. Währenddessen herrschte bei den Österreichern an der Ostfront Unordnung. Sie mussten sich vor den herannahenden Russen zurückziehen und waren dem Zusammenbruch nahe. Am 13. September fand im Hauptquartier des französischen Generals Joseph Joffre ein Treffen statt. Joffre war für den größten Teil des französischen Desasters im August verantwortlich gewesen, erntete aber gleichzeitig Lob für die Erfolge jetzt im September. Das Treffen war also voller Optimismus und es wurde eifrig diskutiert, wie lange man wohl noch brauchen würde, um die Deutschen wieder zurück hinter die Grenze zu treiben. 4, sogar 3 Wochen malten sich manche in ihren Köpfen aus. Wieder einmal hieß es, dass der Krieg spätestens an Weihnachten vorbei sein würde. In Wirklichkeit aber ging den Franzosen die Munition aus und sie waren nicht wirklich in der Lage, den Rückzug der Deutschen auszunutzen. Und auch wenn die Briten bereits auf dem Weg waren, so kamen sie nur langsam voran. Bei den Deutschen wiederum sorgte der neue Stabschef und preußische Kriegsminister Erich Falkenhayn nach dem Nervenzusammenbruch seines Vorgängers für neue Motivation. Ebenfalls am 13. September begann ein Monat, der von blutigen Kämpfen gezeichnet war. Denn die Deutschen hielten im Rückzug inne und bezogen eine der besten Defensivpositionen in Frankreich am Fluss Aisne. Der Fluss an sich ist ungefähr 30 Meter breit mit einem flachen und weiten Ufer, das sich auf jeder Seite etwa 2 Kilometer lang zieht. Kein Platz also, um sich zu verstecken. Es gibt nur eine einzige Erhöhung, die in einem Plateau endet. Die Deutschen zogen sich in einen dichten Wald auf der Nordseite des Flusses zurück, ein paar Kilometer von dieser Erhöhung entfernt. Dort hatten sie einen guten Blick auf das riesige Schlachtfeld und ein optimales Schussfeld. In der Nacht kam dichter Nebel auf und die Briten durchquerten den Fluss. Als sich aber am Morgen der Nebel lichtete, standen sie sofort im Visier der Deutschen und erlitten große Verluste. Am Morgen des 14. September hatten sie sich zwar auf der Nordbank behauptet, die Soldaten jedoch waren in einem fürchterlichen Zustand. Viele hatten tagelang nichts gegessen, waren nass übermüdet und ihre einzige Aussicht war eine schier endlose Linie deutscher Soldaten. In den nächsten Wochen versuchten sie das Plateau auf der Erhöhung zu erklimmen, während die Deutschen sie zurück zum Fluss drängen wollten. Obwohl beide Seiten dadurch täglich tausende Soldaten verloren, gewann keiner von ihnen die Oberhand. Aber ebenso wenig dachte man daran, sich dem Feind zu ergeben und sich zurückzuziehen. Und am 14. September 1914 gab der britische Kommandeur John French seinen Soldaten den Befehl, sich einzugraben und zu verschanzen. Die Deutschen zogen nach und damit sollte der Krieg in den Schützengräben beginnen. Die Schlacht an der Aisne war also der Beginn von etwas völlig Neuem. Die britischen Soldaten berichteten, dass sie noch nie in einer so grausamen Schlacht gekämpft hatten. Nichts im Vergleich zu den Schlachten bei Mons oder Le Cateau. Noch dazu schien sich die Schlacht an der Aisne endlos hinzuziehen. Das war eine Eigenschaft dieser neuen Kriegsführung. Die Kämpfe dauerten nicht mehr nur einen Nachmittag lang, sondern erstreckten sich über Wochen mit Artilleriebeschuss, der stundenlang andauern konnte, ohne Pause. Der einzige Weg für einen Soldaten zu überleben war, sich unsichtbar zu machen, und zwar einzugraben in den Schützengräben. Allerdings war niemand wirklich darauf vorbereitet gewesen, solche Gräben zu bauen. Die Deutschen hatten zwar Spaten, mit denen sie kleine Höhlen für einzelne Soldaten gruben, wenn sie unter Beschuss standen, aber die eigentliche Ausrüstung der Deutschen war auf ihren Schlachtplan ausgerichtet, also auf den mobilen Krieg, der innerhalb weniger Wochen gewonnen werden sollte. Dennoch passten sich die Deutschen recht schnell an. Sie produzierten beispielsweise Granatgewehre und nutzten Fernrohre und Leuchtgeschosse für den neuen Krieg im Schützengraben. Am Anfang waren die Gräben noch nicht verbunden, bildeten also keinen richtigen Laufgraben. Tief waren sie auch nicht wirklich, aber schon bald schritt auch hier die Entwicklung voran. Die Truppen an der Front lebten dann tatsächlich im Untergrund, in Räumen, die in die Grabenwände gebaut wurden, speziell in die Richtung des Feindes, sodass man vor Kugeln geschützt war. Es gab Kommunikations- und Sicherungsgräben, wenn man sich zurückziehen musste, und irgendwann sogar ein ganzes Netzwerk an der Front. Und das mit Feinden, die oft nur 100 Meter voneinander entfernt waren. Kommandant French bezeichnete die völlig neue Situation am 16. September als eine Pattsituation, ein Stillstand zu unserem Vorteil.
Aber er verstand schnell und sagte sogar, dass eine Schaufel während des Krieges für einen Soldaten wohl so nutzvoll war wie ein Gewehr. Eine Pattsituation im Westen, während der Krieg Tag für Tag weiterging, einen ganzen Monat lang. Das Wetter war miserabel und die Laune auf beiden Seiten im Keller. Aber stellt euch vor, wie die Laune gewesen wäre, hätte man ihnen gesagt, dass dieser Krieg genau so weitergehen würde für die nächsten 4 Jahre. Im Osten wiederum herrschte alles andere als eine Pattsituation. Mitte September realisierten die Deutschen, dass sie irgendetwas tun mussten, um Österreich-Ungarn die Haut zu retten. Der deutsche General Ludendorff traf den Oberbefehlshaber der Österreicher von Hötzendorf. Von Hötzendorf war in der Tat kein guter Kommandant, aber immer noch einer der Treiber des gesamten Krieges. Es gelang ihm, Ludendorff zu überzeugen, dass die österreichische Armee nur in einem so schlechten Zustand war, weil sie die Russen zurückhalten mussten, damit die Deutschen derweil die Franzosen angreifen konnten. Und von Hötzendorffs Armee war wirklich in einem grauenvollen Zustand. Sie hatten bereits über 500.000 Männer, also eine 500.000 verloren. 100.000 waren gefangen genommen worden und die übrige Armee schloss sich in einer Festung in Peremmischl an den Hängen der Karpaten mit 120.000 Männern nahezu ein. Der einzige Grund, warum diese Armee noch nicht vollständig zerstört worden war, war einzig und allein der schlammige Boden, auf dem man keine Artillerie platzieren konnte. Der Krieg im Osten war also eine logistische Katastrophe. Der Platz, den es abzudecken galt, war viel zu groß und die Kommunikation zu schlecht. Hinzu kam der Herbst und mit ihm Regen und Schlamm. Es gab nicht genügend Schienen, um die vielen Soldaten zu transportieren. In vielen Truppeneinheiten hatten nur wenige Soldaten in den vordersten Reihen Gewehre und so mussten viele Soldaten erst warten, bis jemand mit einem Gewehr vor ihnen getötet wurde, um selbst eine Waffe in die Hand zu bekommen. Dafür hatten sie aber Soldaten, besonders die Russen. Die Zahlen gingen in die Millionen. Im Westen allerdings hatten vor allem die Briten Probleme. Ihre Truppenstärke war weit geringer als die der Franzosen oder der Deutschen. Aber Großbritannien startete gerade deswegen eine der wohl bekanntesten Kriegskampagnen der Geschichte. Und am 12. September verkündeten die Briten stolz, dass sich in nur 6 Wochen 478.000 Männer zum Dienst gemeldet hatten. Sie hatten es, im Gegensatz zu den anderen Nationen, geschafft, eine Freiwilligenarmee aufzubauen. Trotzdem gab es genau mit dieser einige Probleme. Professionelle britische Soldaten verzweifelten an der Qualität der neuen Truppen, bezeichneten sie sogar als lächerlich und hielten ihnen vor, dass die Deutschen ganze 40 Jahre gebraucht hatten, eine solche Armee aufzubauen. Eine Besonderheit bei den neuen Rekrutierten war, dass man die meisten in sogenannte Kumpelbataillone einteilte. Leute, die aus derselben Stadt kamen oder ähnliche Berufe hatten, dienten also neben bzw. miteinander. Ein entscheidender Denkfehler. Die Briten realisierten nicht, dass man so die gesamte männliche Bevölkerung einer Stadt innerhalb eines Tages in einem einzigen Kampf verlieren konnte. Das wurde ihnen aber schon bald schmerzlich bewusst. Nur selten war die Stimmung der Soldaten im Krieg so schnell umgeschwungen wie an der Westfront in dieser Woche. Zu Beginn waren die britischen und französischen Armeen optimistisch, als die Deutschen sich von der Marne zurückzogen. Allerdings nur, bis sie die Aisne erreichten und der Krieg in den Schützengräben begann. Und somit auch Wochen ununterbrochener Kämpfe und des Dauerfeuers. Was wir am Ende der Woche sehen, ist, dass die Qualität und der Einfallsreichtum der Armeen wuchs, obwohl die Anzahl der Todesopfer anstieg. Aber auch wenn die neuen Erfindungen einen Vorteil schaffen sollten, konnte keine Seite diesen für sich beanspruchen und ein Krieg der schnellen Siege war endgültig vorbei. Der qualvolle und stagnierende Krieg im Schlamm der West- und Ostfront hatte begonnen und er würde dort bleiben für die nächsten 4 Jahre. Falls ihr gerade erst dazugekommen seid und noch nicht so richtig wisst, wer hier warum gegen wen kämpft, ist ja auch kompliziert, schaut euch doch hier unser dreiteiliges Special zur Vorgeschichte des Ersten Weltkriegs an oder klickt hier für unsere erste Folge zum 28. Juli 1914. Für mehr Updates zu den Ereignissen vor 100 Jahren könnt ihr uns auch auf Twitter folgen oder Fan auf Facebook werden. Bis dann. Bleibt dran.